zusammen und willkommen zu einem kurzen Video von mir. Ich dachte mir jetzt spontan, dass ich euch ein bisschen mitnehme, denn wie ihr vielleicht erkennen könnt, ist mir ein Nagel ganz eklig eingerissen. Und zwar haben wir im Moment noch unsere Dreharbeiten für den nächsten Kurs in der Academy, der rauskommt. Und ja, für diese Zwecke wurde mir ein Tipp geklebt, den Kurs machen ja Miller und ich diesmal wieder zusammen. Und ja, der wurde geklebt und dann bin ich zwischendurch aufgestanden und bin dann ganz fies vor die Schublade gestoßen und dann ist mir der Tipp wirklich richtig an der Spitze abgerissen. Und ich habe hier jetzt so zwei richtig tiefe Ecken im Nagel. Das Problem ist, ich kann den Nagel jetzt nicht schneiden oder feilen, weil das Hyponychium, also das Häutchen, direkt da drunter sitzt. Das ist immer so ein kleines Problem. Und deswegen habe ich jetzt hin und her überlegt, wie ich den Nagel jetzt reparieren kann. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ihn jetzt schon vorbereitet. Ich hatte erst überlegt, ja, klebst du jetzt einen Tipp, aber der Nagel hat halt so ein bisschen gelitten, deswegen wollte ich nicht auf dem Tipp rumfallen. Dann dachte ich, setze eine Schablone, aber es ist halt auch ein bisschen blöd, weil hier die Ecken so stark eingerissen sind. Wäre aber die Alternative, die ich bevorzugt hätte. Und dann dachte ich mir einfach, ich repariere ihn ganz einfach, weil ich wollte bei Gel bleiben. Ich dachte mir, ich werde Acrylgel dafür nehmen, weil mit Acryl kann man ja auch relativ gut so eine kleine Reparaturen machen und den Nagel minimal verlängern, ohne überhaupt eine Schablone verwenden zu müssen. Und das ist natürlich sehr gut, wenn der Nagel eh schon so strapaziert ist. Und mit dem Acrylgel könnt ihr im Prinzip ähnlich arbeiten. Ich möchte euch jetzt einfach zeigen, wie ihr ganz einfach ohne Tipp, ohne Schablone so einen Nagel etwas reparieren könnt, damit wenigstens diese nervigen Kanten weg sind. Denn ihr könnt euch vorstellen, ich bleibe überall hängen beim Haare waschen. Egal was ich mache, an den Klamotten, und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so eine Ecken, wo man hängen bleibt. Ich finde das richtig eklig. Deswegen habe ich den Nagel vorbereitet und ihr braucht auf jeden Fall Ultrabond. Ich habe auch viele Fragen dazu bekommen. Bitte keinen säurehaltigen Primer nehmen. Das merkt ihr direkt schon am Geruch, ob der säurehaltig ist oder nicht. Das ist da ja eher so ein Essiggeruch, so ein bisschen säuerlich. Sondern einfach den Ultrabond, der wie doppelseitiges Klebeband funktioniert. Einfach aufstreichen, das ist ganz, ganz wichtig, solltet ihr auf jeden Fall dafür haben. Ich habe die Produkte ja jetzt im Shop, ich kann sie euch einmal verlinken. Und ich werde nur das klare Acrylgel nehmen, denn wir werden jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch ein bisschen was drehen. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht groß was machen, eventuell wird der Nagel dann wieder anderweitig benötigt. Genau, das heißt, ich nehme mir jetzt einfach eine kleine Menge von dem klaren Gel. Ich habe hier so mein kleines Pöttchen. Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Pro-Pusher ein bisschen rein und nehme mir eine kleine Menge. Hier ist es jetzt einfach wichtig, dass ihr möglichst trocken arbeitet. Es ist allgemein so, ihr solltet mit dem Acrylgel nicht zu nass arbeiten. So, ich nehme jetzt einfach eine kleine Menge und setze sie an der Spitze ab. Genau. Dann werdet ihr sehen, wie einfach das ist. Viele haben nochmal gefragt, ich habe das ja in den Videos gezeigt. Ich habe jetzt schon ein paar Videos dazu gemacht. Ihr braucht kein Haftgel drunter. Das heißt, ihr könnt direkt auf den Naturnagel arbeiten und zwar mit allen Farben. Ihr müsst nicht erst Clear drunter geben. Ihr könnt mit dem Extender, das ist ja ein Make-up-Ton, ihr könnt mit dem Rosa halt direkt auf den Naturnagel arbeiten. Wichtig ist eben der Ultrabond. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Alkohol genommen und werde jetzt das Material, ich halte den Pinsel sozusagen, ich zeige es mal von der Seite, so ein bisschen angeschrägt. Nicht zu platt halten, denn ich möchte das Material jetzt nicht nach unten drücken, sondern quasi hier am Rand schön flach drücken und am freien Nagelende soll es ein bisschen hoch stehen, damit ich sozusagen so die Verlängerung arbeiten kann. Und wie gesagt, nicht zu nass arbeiten, nehmt nicht zu viel Alkohol und dann macht ihr einfach diese kleinen Tippbewegungen. Ihr braucht auch wirklich keine Angst haben, es haben mich viele angeschrieben, ja, die haben keine Erfahrung damit, ob sie überhaupt damit klarkommen würden. Das ist wirklich eine ganz, ganz einfache Variante, Nägel zu machen. Also wenn ihr eh schon geübt seid mit Gel oder Acryl, dann braucht ihr euch da gar keine Gedanken machen. Das ist total einfach. So, und jetzt sehe ich schon, also wie gesagt, nicht zu doll drücken. Ich möchte nicht, dass mir das Material nach unten läuft. Und hier ist natürlich jetzt der Vorteil, normales Gel würde mir natürlich hier direkt in die, in die Kerben des Nagels sozusagen in die Risse reinlaufen, das habt ihr hier eben nicht. Das heißt, man kann sich das jetzt richtig schön glatt drücken. Einfach nur diese Tippbewegung. Wenn ich ein bisschen stärker drücke, kann ich mir das Material auch noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Möchte ich aber im Prinzip gar nicht. Ich möchte nur, dass diese Rillen weg sind, damit ich nirgends mehr hängen bleibe. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich gucke auch von vorne.
Wenn ihr merkt, dass der Pinsel wieder anfängt zu kleben, einfach nochmal ein bisschen Alkohol nachnehmen. Ich gucke mir jetzt das freie Nagelende an, das sieht aber schon sehr, sehr gut so aus. Und jetzt härte ich das Ganze erst einmal ganz kurz an, denn ich möchte nicht, wenn ich gleich den Aufbau modelliere, dass mir das Ganze gleich quasi wieder vom Platz geschoben wird. Also es soll genau da jetzt sitzen bleiben, das Material. Deswegen kurz anhärten und dann nehme ich mir einfach nochmal was nach und kann dann den Aufbau damit modellieren. Also wenn euch das Ganze interessiert, schaut euch auch auf jeden Fall die anderen Videos dazu an. Da habe ich ja wirklich verschiedene Varianten. Ich habe eine Naturnagelverstärkung gezeigt, ich habe French gezeigt und ich habe den Babyboomer gezeigt. So einmal. Und es kam auch die Frage, ob sich das Material ablösen lässt wie Acryl mit Aceton. Nein, das funktioniert nicht. Das ist halt eher vom Prinzip her Gel. Ihr müsst es ganz normal abfeilen beim Auffüllen. Ich nehme mir nochmal was nach und arbeite jetzt im Prinzip den Aufbau. Das Material ist nach dem Aushärten noch richtig schön stabil, lässt sich dennoch aber relativ gut befeilen. So schön glatt streichen. Und ihr könnt es natürlich kombinieren mit Gellacken, mit normalen Farbgelen, das ist überhaupt kein Problem. Also ich versuche jetzt so ein paar Fragen gleichzeitig zu beantworten, die mir ganz oft gestellt worden sind. Wenn ihr zum Beispiel schon Acryl drauf hattet oder Gel, kam auch die Frage, ob denn alles runter muss, wenn man jetzt wechseln möchte. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man eine ganz dünne Schicht drauf lässt, also wirklich vielleicht 5 bis 10%, dann ist das in der Regel kein Problem. Also dann braucht ihr nicht alles komplett vom Naturnagel runterfeilen. Das funktioniert dann auch so. Wichtig ist wirklich, dass ihr jetzt nicht die Hälfte der alten Modellage drauf lasst, weil es kann immer mal sein, dass die Systeme sich untereinander nicht so gut vertragen. Aber die Erfahrung habe ich bisher nicht gemacht. So, ich lasse das Ganze jetzt aushärten. Dann feile ich den Nagel in Form. Ich glaube, ich werde einfach einen Milchkiefer-Siegler nehmen. Und dann ist der Nagel auch schon repariert, also richtig schnell. Und ich bin einfach froh, wenn ich nirgends mehr hängen bleibe. So, das war es dann auch schon. Der Nagel ist befeilt, versiegelt und eingeölt. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, dass hier keine Kanten mehr sind. Ja, man sieht hier natürlich, dass da die Risse waren, weil ich jetzt das durchsichtige Acrylgel genommen habe. Man hätte jetzt ein anderes nehmen können. Aber wie gesagt, ich brauche in den nächsten Tagen meine Nägel sowieso wieder für Schulungszwecke. Deswegen lohnt sich es jetzt auch nicht so viel zu machen. Also mir persönlich ist es zum Beispiel auch noch nie passiert, dass ich so einen richtig heftigen Nagelbruch hatte. Also wirklich, dass die Nagelplatte mittig zum Beispiel gerissen ist. Da bin ich sehr, sehr froh. Ich glaube, das Schlimmste, was mir mal passiert ist, dass ich auch wirklich frontal mit einem Nagel gegen eine Wand gestoßen bin. Und da ist mir das Gel sozusagen komplett runtergerissen. Aber ja, der Nagel hat es gerade noch so überlebt, dass er nicht irgendwie geblutet hätte oder richtig gebrochen ist. Ja, wenn ihr andere Erfahrungen habt, würde mich das gerne mal interessieren. Ich habe eine Kundin gehabt, die hat sich mal einen Nagel richtig rausgerissen, als sie vom Fahrrad gestürzt ist. Da sind gleich mehrere Nägel ausgerissen. Also ich finde, da gibt es schon richtig heftige Sachen und da bin ich immer froh, dass mir das so noch nie passiert ist. Ja, aber für mich ist es wirklich richtig schlimm, wenn ich irgendwo hängen bleibe und dann auch keine Nagelfeile dabei habe. In dem Fall konnte ich die Nägel ja auch nicht schneiden oder feilen, weil es so tief gerissen ist. Aber auch so, wenn eine Ecke abbricht und ich keine Feile dabei habe, dann macht mich das wahnsinnig. Mich würde interessieren, ja, ob ihr solche Erlebnisse schon mal hattet, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass das jetzt eine kleine Hilfe für euch ist. Und ja, ich würde mich selber einen Daumen hoch für das Video freuen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!